Ich bin mit einem richtig guten Bist du noch da oder brauchst du neue? Ich bin noch da. Beim Zuschauen noch? Ja, ich mitspielen tue ich ja nicht. Ja, das ist frei noch. Ich bin doch noch da, hält gerade. Ich finde, der Pep Guardiola ist in FIFA 23 irgendwie fett gemacht worden. Aber das sieht echt gut aus. Von der Sicht her. Sieht aus wie ein Fisch. So, das Spiel würden wir ETB nennen. Null, ich kann mal gucken, mal schauen, wie die Tabelle ausschaut. Vorwärts. Also erstmal gucken, also gucken wir mal, wer den hier spielt. Dortmund, den, ja. Wie sieht die Liga aus? Ja. Okay, die Bundesliga haben wir dann. Hör mal, für später auf, ich will jetzt direkt hier reingehen. So. Wir möchten in das DFB-Pokalfinale, oder Steven? Hm? Wir möchten noch ins DFB-Pokalfinale reinkommen. Sicher. Ja, Dani, ich hab doch. Und dann werden wir das Spiel hier gewinnen. Halbfinale. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. Wir zeigen es Ihnen live. Okay, um alles oder nichts. Die Schachtel. Also eins werde ich nie lernen und würde es schwarzer Deutsch. Oder schön, ist dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir sind sehr herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Komm, wir fahren nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Berlin, Berlin. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Die Gastgeber wollen ins Finale und wenn man sich so anhört, ich will den Titel. Um den Titel will ich auf jeden Fall verteidigen. Den Titel will ich auf jeden Fall verteidigen. Weil ich habe den Titel schon mal gewonnen. Weil wo ich den Titel doch gewonnen habe. Wenn man sich so umhört, wer heute weil der wichtigste weil wir spielen doch in die Euroleague. Fällt natürlich immer und der Grund dafür ist, weil wenn die Euroleague spielen, also ist, da dass wir letztes so Jahr den DFB-Pokal gewonnen haben. Und das möchte ich jetzt auch verteidigen, den DFB-Pokal. Und wieder mit dabei zu sein in die Euroleague. Wenn ich dann in die Bundesliga dann spiele. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten, klassisches 4-4-2 würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. So, die Tore musste aber hier fallen. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie treten hier heute in 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Ja, sieht gut aus. Jetzt Ronaldo am Ball. Das ist ein vielversprechender Pass. Ganz gefährlich. So früh schon in die Führung gekommen. Jode. Wir sehen ja auch den Jubel. So hatten sie sich das erhofft. So nicht anders. Das stimmt. Aber das ist ja richtig schnell geil. Da muss ich mir ein bisschen. Alter, wie das schon mal die Flotte nimmt. Alter. So schnell müssen die deutschen Nationalhelfen wieder Tore schießen. Oh ja. Oh, guck mal, wie das schon mal die Flotte nimmt. Alter. Oh. Alter, dann haben wir das ordentliche Flott, oder Steven? Meter Paluten war's! Der Kolosso! Also in Führung, 1-0. Gut den Ball abgefangen. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Die Gelegenheit. Feuerbad! Komm, mach gleich nochmal ein Tor oben drauf. Warum nicht?
Das verfällt mir schon in den Version, weil du machst du mal ein großes Finale. Ja, und dann hat das wirklich einfach. Muss ja fast nichts mehr machen. Hält nur noch den Kopf. Nur den reinköpfen halt. Schöner Kopfball. Schöner Kopfball. Ah. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Und Ronaldo. Ist es das? Das war gut. Wenn der rein die Dame würde, wenn das steilste Tor ever geworden. Wenn der jetzt rein die Dame würde. Oder Steven? Also von der Entfernung her, das war eine richtige weite Entfernung. Das Spiel war fast hier ausgeschossen. Das ist jetzt knapp 50 Meter Tor. Von den Weite her. Da ist der Ball weg. Bin zurück. Ah, Steven hat den Ball. Auf den Schmalschauber da raus. Nein, auch nicht. Gefährlich. Nee. Schade. Das war einfach nicht gut genug. Voll verarscht da. Nee. Auf telefonieren kein Bock mehr. Weg da. Los geht's. Es sieht ganz danach aus, als würden die Gastgeber gleich mit einer klaren Führung in die Pause. Ja, ich hab doch gesagt, ich ruf gleich wieder zurück. Ich kann ja nichts dafür, dass du mich jedes Mal nicht hörst, wenn jemand reinredet. Und ich kann ja auch nicht immer gucken, ob jemand schneidert in der Party. Schöner Pass jetzt. Da schießt er. Aber es ist ja aber nicht richtig. Oh ne, gut, spielst du nicht. Aber der Versuch gerade auf das Tor muss ein bisschen besser machen, Steven. Das ist Schuss auf Tor. Oh. Und Tor rausgeschmissen. Egal. Egal. Also ein bisschen auf, wenn sie gut schauen. Sie unterstützen gut. Okay. Aber dafür hast du gesehen, wie wir in der Runde, weil wir gekommen sind, in Rohrlied dafür. Ja, aber gut. So, Pausenpfiff, das war's in diesem. Vielleicht ist Borussia Dortmund mal Finale Gegner im DFB-Pokal, bei denen die habe ich auch Supercup, den die gewonnen, oder Leverkusen. Das werden wir dann sehen. Der Anschluss ist erfolgt. Ja, schau, und diesmal habe ich von dir verstanden Leverkusen. Ich hatte Leverkusen. Ey, die war richtig verstanden. Ja, endlich. Hat lange gedauert. Und Ronaldo geht nach vorne. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Und jetzt gibt's eine Ecke. Ecke von Donald. Wird ausgeführt. So, Ecke kommt. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Ja. Hat jetzt Anspielstation. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Also, die zwei Tore halte, die 2-0. Dann wird das ein klarer Finale dann. Aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Getroffen, Captain. Feuer! Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, noch eine halbe Stunde noch und dann ist es vorbei, das Spiel. Dann heißt das Finale einzug dann.
Ey, Harald, schon wieder, ne? Sind die, die, die Einzigen, die hier reden, wir beide. Ich bin am Schirm, aber ich bin kurz mal ruhig. Gerade beschäftigt. Guter Pass. Achtung jetzt! Ich bin am Schirm, aber ruhig, am Schirm mal auf. Was die anderen beiden machen. Ist das die Chance? Noch ein Tor. Ronaldo. 3-0. 3 Tore Führung also. Und viel dürfte da nicht mehr anbrennen. Steven, was hast du eigentlich für meine Torhunde eigentlich? So, hier sehen wir es jetzt nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Die Flanke kommt. Was so, wir beim Schablete, wir beim Zuschauen. Was wir nochmal die Torhunde gesehen, gehört, von diesem Verein hier. Wie findest du die eigentlich? Da trennt er ihn fair vom Ball. Ich hab's nicht gehört, weil ich hab ja ein Headset auf. Das dämpft andere Geräusche. So. Schade. Schöne Aktion. Klasse. Deswegen gemacht. Ich höre mehr euch anstatt so, das da nächste Tor, das wird immer deutlicher. 4-0! Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ja, eine Finale bekommen. Finale. Oh, oh. Finale. Oh, oh. Gegen wen? Setzt sich durch. Hä? Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Oh, der Blick jetzt auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Oh, viel Platz jetzt. Sie lassen 5-0. Nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier 5-0. Eh schon lange. Jetzt ich führe jetzt gerade 5-0 an Ronaldo. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller. Okay, Finale. Oh, oh, ja, wir kommen aber ganz wörtlich. Und im Abschluss auch noch effizient. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Hart aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Er hat und fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Meffert. Meffert habe ich Helfer gerade verstanden. Der Abschluss war einfach nicht gut genug. Es gibt eine und das war's hier. Das ist der Schluss. Es gibt eine Minute und das war's schon damit. Also mit diesem Ergebnis im Finale. Das Ergebnis steht als große Finale in Berlin, der Lübcker Stadion. Einzug ins Finale schaffen würde. Und das Spiel läuft. Wir müssen noch das Finale, den Titel verteidigen um den DFB-Pokal. Unser Gegner ist der DFB-Pokal-Finale. Borussia Dortmund. Die haben Leverkusen geschlagen. 2-3. Wird auch dann ein spannendes Finale dann. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Ah, deine Hauptbeschäftigung ist auch auf See zu sein, oder? Wer? Für das Gespräch. Der Käse, der. So.